So, herzlich willkommen heute am frühen Samstagmorgen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich sehe, wenn ich mich an gestern Abend erinnere, wo es hier sehr voll war, dass einige den spielfreien Tag scheinbar nicht so gut weggesteckt haben. Das ändert sich ja heute zum Glück. Heutiger Abend geht es mit der WM weiter, aber vorher machen wir natürlich hier mit unserem Programm weiter. Und wir haben uns überlegt, was ein schöner Einstieg wäre. Wir hatten gestern Abend Stefan Gursepart hier in der Stiftung und Gesine Schwan, danach ein Generationenpodium und haben schon viele interessante Dinge zur Thematik des Kongresses gehört und dachten, das wäre doch ganz gut, wenn wir da einige Elemente heute aufgreifen könnten, um wieder ins Thema ein bisschen reinzukommen. Und wir haben Sarah Bosetti und Daniel Roth gebeten, gestern Abend anwesend zu sein. Die haben sich über Nacht Gedanken gemacht, was sie aus dem gestrigen Abend für uns heute mitnehmen wollen und werden uns sozusagen jetzt einen kleinen Remix davon präsentieren, damit wir gedanklich da ein bisschen reinkommen. Ich freue mich sehr, Sie hier heute begrüßen zu können und wünsche uns einen schönen Konferenztag heute. Ja, guten Morgen. Hallo. So. Wollen wir mal näher zusammen? Ja, ich finde, das so. Nähe ist wichtig. Ja, Nähe ist wichtig. Auch zwischen verschiedenen Generationen. So, genau, wir sind, das sollte man vielleicht vorher noch sagen, Poetry Slammer. Das heißt, wir werden zwei Dinge tun. Wir werden einerseits den gestrigen Tag zusammenfassen und andererseits unsere eigenen Beiträge textlich zu den drei Generationen, also der älteren, mittleren und jüngeren, leisten. Genau. Wir haben uns ein bisschen erschreckt, wir sind eben gefragt worden, ob es okay ist, wenn das in dem Livestream übertragen wird, und dann haben wir kurz nachgedacht und dann haben wir so überlegt, das ist eigentlich total egal, weil Leute aus unserer Generation jetzt eh noch nicht wach sind, also die sehen uns, aber es scheint jetzt heute auch gar nicht so unbedingt so ein generationenspezifisches Problem zu sein. Hi, ja, wir haben euch gesehen. Wir haben jetzt so einfach mal an euch vorbeigeguckt. Ja, genau, so Zusammenfassung des gestrigen Abends, damit geht's los. Eins, was bisher geschah. Prolog. Sie leben zusammen. Die Jungen. Die Alten, sie müssen trotz Krisen zusammenhalten. Sie teilen das Wissen. Und teilen das Werden. Die einen vermissen. Die anderen sterben. Wo sie schufen, gemeinsam. Das große Wohl für ein Land. Da waren noch keine Probleme bekannt. Wie ein Mangel an Arbeit. Wie rohe Roboter. Da waren nur Trümmer. Da lagen noch Leichen im Schotter. Sie hausten beisammen. Sie gaben sich Halt. Doch die Jungen von damals sind heute schon alt. Und sie jammern und meckern über eine Generation. Die sie von sich stoßen wie einen Gefallenen. Sohn. Und diese Töchter und Söhne klagen ihrerseits an, dass die Generation X nix für ihre Ahnen kann. Sie waren halt Nazis, dumm und verführt und haben das Menschsein aus dem Menschsein entführt. Schließlich die Generation, die zu klein ist, deren Perspektive noch immer geheim ist. Der demografische Wandel ist ihre Bibel und schon lange geschält ist die klassische Zwiebel. Scheint die Welt wohl komplexer, aber viel kleiner, so versteht sie heute wie damals immer noch keiner. Und dann sitzen sie da und reden von Verträgen, versuchen die Gesellschaft in Stücke zu sägen, sezieren das Leben, suchen die Anatomie, treten in Dialog über dessen Physiologie, gerecht soll es sein, Chancen für alle, sie warnen vor der demografischen Falle, lebenswert soll die Welt sein für die Menschen von morgen, selbstverständlich, dass wir die Gegenwart nur von ihnen borgen, auf dass sie uns ihre Ahnen nicht verdammen, darum kommen wir heute für den Dialog hier zusammen. 27. Juni 2014, 18 Uhr. In Berlin füllt sich ein Raum mit etwa 100 Menschen unterschiedlichsten Alters. Wir sitzen dazwischen und fühlen uns manchmal jung und manchmal alt, je nachdem, in welche Richtung wir gerade gucken. Ich mag Omas, sage ich. Die sind so schön knautschig und sie riechen nach Oma. Das ist jetzt aber respektlos, sagt Daniel. Wieso respektlos, frage ich. Würde man in dem Satz das Wort Oma durch Baby ersetzen, wäre er ja auch nicht respektlos, sondern süß. Ja, weil es dann um Babys ginge, sagt Daniel. Babys muss man nicht respektieren, das sind nur kleine, knautschige Biester, die noch nichts geleistet haben. Eben, sage ich, die haben den ganzen Stress noch vor sich. Omas haben entweder schon etwas vollbracht oder ohnehin verkackt. So oder so können sie sich entspannen.
Ich finde, du hast eine sehr undifferenzierte Sicht auf das Alter, sagt Daniel. Vielleicht, sage ich, aber ich wäre eine tolle Oma. Ich würde dicke goldene Ohrringe tragen und eine Brille mit goldener Fassung und goldene Sudoku-Rätsel würde ich lösen in goldenen Sudoku-Rätselbüchern. Ich dachte, du findest Gold eklig. Gold ist eklig, sage ich, aber eine Oma muss tun, was eine Oma tun muss. Wir schweigen, weil Ralf Füchs das Podium betritt. Eine ältere Dame hustet, ein kleines Kind rülpst, das Mikrofon quietscht, dann tritt er ans Rednerpult. Das Thema klingt sperrig, doch ist von Bedeutung für jeden, denn wird sein Einfluss immer größer auf unser Zusammenleben. Schon in 20 Jahren wird es mehr Menschen über 75 als unter 20 geben. Deshalb steht eines fest, wir müssen reden. Das Publikum applaudiert, das Kind rülpst nochmal. An einem Küchentisch auf der Bühne sitzen die beiden Redner. Zuerst ans Mikrofon gebeten wird Professor Dr. Stefan Gosepatz. Er ist Philosoph und damit der Fachmann fürs Allgemeine. Zudem ist er groß und er hat lange Beine. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber wir brauchten Reime. Außerdem geht's nicht um unsere Worte, sondern um seine. Die Gerechtigkeit zwischen Generationen. Implizit diskutiert wird das Thema seit Jahren. An uns nagt die Zeit. Leistung muss sich noch lohnen. Explizit anvisiert, nicht von denen, die waren, sondern erst heute von denen, die sind, die den demografischen Wandel als Chance begreifen. Denn sind die Betroffenen auch heute noch Kind, so werden auch sie zu Rentnern einst reifen. Was ist das nun? Eine Generation? Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel? Generationenaustausch zwischen Vater und Sohn? Geschieht jeden Morgen durch Frühstücksgeplänkel? Einige geben den Jahrgängen Namen. Ob 68er, Golf, XYZ? Besser wissen es immer die, die früher da waren. Wir waren hier und die Jahre waren fett. Doch kann man auch alle, die momentan leben, zu einem Generationsklumpen zählen? Und abgrenzen nur gegen jene, die es einst hat gegeben? Doch uns nicht mehr mit ihrer Anwesenheit quälen. Dann stellt sich die Frage, was wir ihnen schulden. Müssen wir Sünden und Traditionen noch tragen? Oder muss man die Alten nur zwangsläufig dulden? Und darf Taten verdrängen aus vergessenen Tagen? Und schließlich gibt's die, die nach uns noch kommen, denen wir unsere Welt dann vermachen. Und die das Feuer, wenn wir einst verronnen, bändigen müssen, das wir heute entfachen. Wie sollen sie nun aussehen, die zukunftsgewandte und vorausschauende Gerechtigkeit? Was sie wollen und brauchen an relevanten Strukturen und Mitteln in Zukunft, das zeigt erst die Zeit. Doch finden wir, dass Verantwortung tragen, ist es doch eine asymmetrische Situation. Nicht sie können uns, doch wir ihnen schaden. Wir finden uns wieder in einer Machtposition. Daher ist es wichtig, dass die Politik in der Jetztzeit die Autonomie der kommenden Generation respektiert, weil sie sonst in ihrer Gesamtheit die Kraft zur freien Entfaltung verliert. Der Philosoph geht ab. Auftritt Professor Dr. Gesine Schwan. Sie ist Politikwissenschaftlerin inklusive Familiensinn. Geht's nach ihr, sollte man eben diese lebbar machen und die Arbeitswelt auf Basis der Familie schaffen. Denn die Grundlage für Verständigung ist emotionale Bindung. Besteht diese beidseitig, entwickelt sich in der Gehirnwindung ein Bewusstsein für Gerechtigkeit bezüglich Generationen und geschieht das im Jetzt, wird sich das auch für die Zukunft lohnen. Denn wer die Gegenwart zu einem Ort der Verständigung macht, hat die Zukunft schon zu einem gerechteren Ort erdacht. Alles eine Frage der Gewöhnung und nicht weit entfernt. Bedingungen dafür, Emotionalität wurde erlernt. Der Mensch ist freier als noch 100 Jahre zuvor, wodurch Bindung jedoch an Selbstverständlichkeit verlor. Jedoch anstatt darin zwischenmenschliche Verrohung zu sehen, sollte ein Kümmern um den Menschen selbstverantwortlich entstehen. Dass wir die Welt verändern durch unser Tun, ist unausweichlich. Aber die Zukunft unserer Nachkommen damit zu verbauen, ist unverzeihlich. Also Mensch, sei wachsam. Zwar bist du nicht verpflichtet, aber sei nachhaltig, während sich dein Glück verdichtet. Die Vorträge sind vorbei, es gibt eine kurze Pause. Früher wollte ich immer Dorfältester werden, sagt Daniel leise zu mir. Man muss erst mit 67 anfangen zu arbeiten und je älter man wird, desto gefragter ist man. Na also, sage ich, jetzt kann wenigstens niemand mehr behaupten, wir hätten keine Zukunftspläne. 10 Minuten später sitzen 5 Diskussionspartner und innen auf der Bühne, Geburtsalter zwischen 1947 und 1984. Vollständigkeitshalber rülpst das Kind nochmal, dann beginnt das Gespräch. Der Respekt gegenüber einer Generation definiert sich, sagte ein 68er, schon eher über, wogegen sie stand, zum Beispiel das verdrängende Vaterland, seine Lehrer, die alten Wehrmachtssoldaten, natürlich neugeboren als Sozial- oder Christdemokraten, haben wohl genug Hass in der Jugend geschürt. So wurde alsbald ein Feindbild gekürt. Zumindest für 5% der Gesellschaft, die sie ja waren, denn das Abitur war für die Elite in diesen Jahren. Und blieb der Rest unerhört oder einfach benommen, haben sie sich die Macht nun einmal genommen.
Vielleicht ist da etwas Doppelmoral im Spiel. So folgte diese Generation wenigstens einem Ziel, das Bestehende zu verändern, umzugestalten. Und so blieben Ideen noch bis heute erhalten. Zum Glück gab's noch Punk als Alternative. Das Leben im Jetzt. Ein Leben mit etwas mehr Schiefe. Denn statt Schlabber und Planung, bei der es um Zukunft geht, tanzen sie Pogo und leben Intensität. So war es auch bei den Nazis, ruft der 68er dazwischen. Endlich das Niveau an deutschen Stammtischen. Doch wogegen sollen Punks denn noch sein? Wenn aller Protest schon besetzt ist, wofür tritt man noch ein? Wenn das Wort Anti zersetzt ist, da war halt nichts mehr, kein kleinster Rest. Also protestierten sie gegen Protest. Ein anderer schaut in den Spiegel und sieht Generation Golf, anti-autoritär erzogen, als Haustierinnenwolf, ironisch, hedonistisch, ein Opfer der Marke, ohne Ideal im Innern, nach außen der Starke. Nur Zorn ist er viel, er fühlt sich betrogen, von den 68ern von Grund auf belogen, denn sie haben genommen, was sie hätten geben sollen, ihre Blicke heute eisig, ihre Mägen geschwollen, und selbst doch verirrt in einem luftleeren Raum, 20 Jahre geistig verschenkt, wie in einem Traum, zwischen Mauerfall und Occupy Wall Street war da ein Nichts, nur Konsumkrieger des kapitalistischen Lichts. Da war alles dreckig, aber scheiß auf den Besen, ihm ging es da gut, als wäre Besen. Eine durfte nicht fehlen, die Frau von der Mauer, war ihr Leben doch im Osten, doch auch nicht von Dauer, so war ihr das und Veränderung nicht nur vor der Haustür geblieben. Die gesamte Familie oblag dem Prozess, sich neu zu gestalten, das bedeutete Stress. Eltern und Kinder schufen zusammen, wir machen weiter und fangen neu an. Es ist dieser fehlende Dialog, so meint sie vehement, der die Generationen heute oftmals trennt. Und wer da ein Raum, öffentlich attraktiv, dann wären die Gräben wohl nicht mehr so tief. Die jüngste Generation, dem Thema zum Hohn, war 30 Jahre, also der Jugendthron. Beide Beine im Leben, busy, busy und so, netzpolitisch aktiv, weder kontra noch pro. Nur kleine Drehscheiben, die sich nicht drehen, wurden moniert. Essstörungen unter Jugendlichen arrangiert. Als Dessert für Wendepunkte der Politik. 11. September. Antiterrorkrieg. So scheint das Leben dieser Generation weniger politisch motiviert. So wirkt Jugendrassismus vorprogrammiert. Scheint das konfus noch schwer zu greifen. Muss die Komplexität noch lange reifen. Denn dieses Abbild einer Generation, das sich nicht einordnen lässt, ist der Beweis für das neoliberal, digitalisiert, verzweifelt, spätrömisch-dekadente Dropsflutsche fest. Und so sind diese 5 Zeugen ihrer Generation dort oben auf ihrem Küchentisch thronen, meist etwas amüsiert von sich selbst und den anderen, während klatschende Hände durch das Publikum wandern. Gelacht wurde viel, gedacht auch ein wenig, und der Imbiss danach, der war wirklich cremig. Epilog. Sie leben zusammen. Die Jungen. Die Alten. Sie müssen trotz Krisen zusammenhalten. Sie teilen das Wissen. Und teilen das Werden. Die einen vermissen. Die anderen sterben. So war es schon immer. So wird es stets sein. Und mag sich die Welt auch noch so sehr wandeln, da hilft wohl wirklich einzig und allein, den Vertrag einfach neu auszuhandeln. Dankeschön. Zwei Generation X, die Älteren und Weisen. Es folgt ein Monolog und es spricht der Zyklop. Fall von mir, du meine trostlose Sehnsucht, in lodernder Leidenschaft verlegen. Fall von mir, du meine Weltenflucht, in schwindenden Tagen, den rastenden Trägen. Fall von mir, du meine Unvernunft, fall von mir, du mein falscher Segen. Lang halt es nach an diesen Tagen, zwischen unvernünftigem Untergang und Idealen, die längst porös geworden sind, wie innerstädtische Denkmäler, aufgerieben von der Zeit, aufgerieben von zu viel Dreck in der Luft und den Tauben. Aber es halt weiter, welch sanftes Geräusch. Dies lieblich Klingen von feinen Glocken, zart wie des Chores, wispernde Melodien einem Himmel aus ewigem Eis. Es war nie dies Odem in grün umhegten Jugendjahren, vielmehr nur verschleiert schattenlose Schemen von ungewisser Dauer und die Saat der Keim eines Scheinseins. Ganz gleich, ob rottosend rollender Stein oder feiner Sand, der leise rieselnd ins Getriebe fällt, waren es hier meine Schritte, die sie drehten, diese Welt. Kein Wort, nur Entsetzen und Groll. Niemand hat mir die Augen ausgestochen, niemand kann mich verletzen, niemand hat vom Fallen gesprochen, in deutlichen Worten, unmissverständlichen Sätzen, niemand hat meinen Widerstand gebrochen. Ich bin der Zyklop, erblindet und verkrochen.
Und so singe ich von den Wellen, sehne etwas Fassbares herbei, fern von unantastbaren Gezeiten, denn der Mond scheint mir nie im wahren Licht, lässt mich zähflüssig durch Ebbe und Flut gleiten, Mut nur gestreut auf Seeschaum, und so sieht man ihn kaum, so spürt man ihn kaum, die Wellen zerbrechen, zerschellen, über den steingekrönten Wasserfällen, Pathos und Wahrheit waren doch einst seine Quellen, der schimmernde Sternenschlüssel für mein Bernsteinzimmer, das sachte Flimmern in diesen Trümmern, um das ich mich kümmere, ja ich, der Zyklop, gib mir Bett, Tisch und Stuhl, gib mir Wasser und Brot und ich spiel euch den Harlekinsprinzen und so fall von mir, du meine trostlose Sehnsucht in lodernder Leidenschaft verlegen, fall von mir, du meine Weltenflucht in schwindenden Tagen, den rastenden Trägen, fall von mir, du meine Unvernunft, fall von mir, du mein falscher Segen und lass mich, bitte lass mich, heut Nacht noch am Leben. Das Ende der Welt ist ein Querstreifen, gebrochen nur selten von schwarzen Gestalten, die wie du einsam am Sandstrand suchend umherstreifen, sich in die Gewalt begeben von Naturgewalten. Jeder Schritt gesetzt im goldenen Schnitt, jedes Wort nach Maß, jede Tat gewogen, die Welt hat drei Farben. Du hast in einer Rockband gespielt. Und ja, ihr habt gerockt. Aber damals hieß das noch nicht so. Damals wart ihr Dufte oder Knorke oder Klasse oder Schnieke oder Fesch oder Fetzig oder Urstgut oder Tofte oder Toll oder wie auch immer ihr das nanntet, wozu euch das Wort cool fehlte. Einmal habt ihr sogar als Vorgruppe von The Who gespielt. Das weiß jeder, weil du es gerne erzählst. Du hast getrunken und geraucht und alle verletzt und alles verloren und auch sonst dafür gesorgt, dass man deine Geschichte nicht erzählen kann, ohne dass sie nach Klischee riecht. Die Welt hat drei Farben. Ihre Konturen sind schwarz und das Weiß dazwischen ist keine Leere, sondern ein notwendiger kompositorischer Ausgleich. Die Welt hat drei Farben, aber nicht hier. Alles hier ist eins, du hattest vergessen, dass das geht. Also stehst du hier und denkst Dinge, die jeder denkt, der am Beckenrand des Meeres steht. Querstreifen sind nicht das Ende der Welt, aber sie machen dick, sagt eine dicke Dame in quergestreifter Bluse. Du verstehst sie nicht, denn sie spricht Polnisch, aber recht hat sie. Du warst Physikprofessor und ja, du hast gerockt. Kamst immer als Letzter in den Hörsaal, nicht aus Prinzip, sondern um der Dramatik deines Auftritts zu dienen. Sei der Letzte, der kommt und der Erste, der geht, hast du immer gesagt, und es wie eine Weisheit klingen lassen, wie alles aus deinem Mund wie eine Weisheit klang, so dumm es auch war. Die Welt hat drei Farben, aber nicht am Meer. Das Meer spricht von Zeit und von Zeitlosigkeit. Du verstehst es nicht, denn es spricht Polnisch, aber das ist nicht wichtig. Denn Worte sind nichtiger als Sprachlosigkeit und du bist deine Sprache los und deinen Humor noch dazu. Du findest und fühlst dich außerstande, lustig zu sein, also öffnest du Nase und Augen und hörst der Wellen wirren Worten zu, denn alles hier ist schön und Schönheit ist humorlos. Du warst Ehemann und dann Vater. Und weil es das Klischee so will, hast du darin nicht ganz so sehr gerockt. Warst irgendwann immer der Erste, der kam und der Letzte, der ging, nur eben nicht bei deiner eigenen Frau. Sei nicht ehrlich, sondern authentisch, hast du immer gesagt, und aus deinem Mund klang selbst das wie eine Weisheit. Und jetzt bist du krank, das ist irgendwie unfair, schließlich rocken auch andere. Auch andere hängen in verraucht, verruchten Kneipen rum und hören schlechte Rockmusik von einer Band, die angeblich irgendwann mal als Vorgruppe von The Who gespielt hat. Wodka ist nicht das Ende der Welt, aber er schmeckt zum Kotzen, sagt ein alter Mann und kotzt ins Meer. Du verstehst ihn nicht, denn er spricht Polnisch, aber recht hat er. Über ihm schwirrt ein Mückenschwarm und stürzt sich nach und nach in Todeswut dem Wodka hinterher in die salzige Flut. Vielleicht ist Wodka doch das Ende der Welt, wenn auch nicht für den alten Mann und nicht für dich, so doch für eine betrunkene Mücke, die am Meeresspiegel zerschellt. Du bist in deinem Leben 87 Mal umgezogen. Damit liegst du über dem Durchschnitt. Du liegst gerne über dem Durchschnitt, deshalb bist du noch ein letztes Mal umgezogen, direkt an einen einsamen Sandstrand in Polen, um das Gras wachsen zu hören, bis du hineinbeißen musst, sagst du. Und niemand fragt, an welchem Sandstrand genug Gras wächst, um den Mund voll zu kriegen. Niemand fragt dich irgendwas, weil du immer so viele Antworten auf jede Frage hattest, dass irgendwann niemand mehr Lust hatte zu fragen und irgendwann niemand mehr da war, der Lust hätte haben können. Einsamkeit ist auch nur ein Klischee, hast du immer gesagt und es wie eine Weisheit klingen lassen. Jetzt ist Einsamkeit dein Klischee. Und vielleicht sagst du auch das und lässt es wie eine Weisheit klingen, aber niemand hört zu. Das Rauschen der Wellen klingt kaum anders als das Rauschen einer Autobahn. Es sieht nur anders aus und riecht nach Fisch. Und doch fühlst du dich mit weiter Sicht auf einen Querstreifen im dämmernden Abendlicht zugleich verloren und seltsam geborgen. Wärst du am Meer geboren, du wärst schmalziger Romantiker geworden. Denn das Ende der Welt ist ein Querstreifen, gebrochen nur selten von schwarzen Gestalten, die wie du einsam am Sandstrand suchend umherstreifen und in der Gewalt von Naturgewalten das tiefe Meer für Tiefsinn halten. Ich habe dich nicht erfunden.
Hätte ich dich erfunden, hätte ich mir eine originelle Geschichte für dich ausgedacht. Eine, die frei ist von Klischees. Eine, die rockt. Aber das Leben schreibt keine guten Geschichten, das Leben schreibt nur Geschichten, die schon jeder kennt. Eine Geschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende, hast du immer gesagt. Aber Lebensgeschichten enden nun mal nie gut. Dankeschön. Drei, Generation Y zwischen den Stühlen. Unsere Generation. Seit ich angefangen habe zu denken, ist alles so extrem. Seit ich angefangen habe zu lenken, hab ich vergessen mich zu schämen. Für all die Kleinigkeiten, wegen denen ich früher geflohen wäre. Jetzt wiegen wirklich nur noch große Sachen schwer. Ich hab immer dieselben Klamotten an und immer viel zu lang. Früher dachte ich, das ist so, ich war halt arm dran. Aber auch mit ein paar Talern in der Tasche ist das heute noch genau so. Jetzt ist es Miete und der Kram, meine Hose ist immer noch mein Klo. Die Kindheit will fliehen, doch ich halt sie noch immer fest. Ich bin jetzt einer von den Großen, der mich nicht in Ruhe lässt. Er sagt, das Extrem ist nicht mehr Knisterpulver und Ahoi. Das Extrem ist Wochenende ausschlafen, das war schon immer so, das ist nicht neu. Nichts auf dieser Welt macht mich wirklich aggressiv, aber dieser Typ ist der, der die Geister in mir rief. Früher war alles egal, ich schlief immer viel zu tief, heute kann ich träumen, aber immer viel zu schief. Da sind Kronjuwelen, besetzte Paläste ohne Fenster, aber in ihnen fehlen die Gespenster, da ist ein Vakuum. Sie sind alle leer und darum vermisse ich meine Kindheit viel zu sehr. Der Typ und ich, wir sprechen dieselbe Sprache, aber jeder sein Dialekt. Reden wir von Verantwortung, meinen wir das Gleiche, nur mit einem anderen Zweck. Er sieht es so, denk an die Zukunft, Rente, Kinder und funktionierendes Licht im Flur. Ich meine, nee, ich will eine tolerante Gesellschaft und Frieden mit der Natur. Da sind unendlich hohe Berge und ein Drachenungeheuer, aber seine Schuppen sind vergilbt und in seinem Rachen brennt kein Feuer. Alle Zwerge sind längst tot, doch hatten sie mir Gold versprochen. Ich sah es glitzern, doch dann ist der Stollen eingebrochen. Extrem finde ich heute, dass alle Menschen mir ihre Ismen nicht ersparen. Früher waren es die Polen, heute sind es Rumänen und Bulgaren. Früher fiel auf meinem Schulhof im November schon der Schnee. Heute geht auf meine Schule die Matratze von der NPD. Da sind grüne Täler voller Venusfliegen, fallen weit und breit, hört man kein Summen. Ich wollte daran riechen, bin zu nah rangegangen, ich gehöre halt zu den dummen Jungen. Da hat sie zugeschnappt, das tat doch ziemlich weh, aber das ist okay, weil ich auf Venusfliegen fallen stehe. Ich würde ganz schnarchen können, kann ich aber nicht, wenn ich einschlafe, brennt noch lange Licht. Darum liebe ich wohl meine kleine Welt, wir werden sehen, wer am Ende Recht behält. Manchmal klopft der Typ bei mir und wir spielen sowas ähnliches wie Schach. Er ist wissend und ich kreativ, aber jeder ist in irgendetwas schwach. Und weil ich klein bin und das Siegen brauch mit allen Sinn, küsst er meine Stirn und lässt mich irgendwann gewinnen. Wir sind Freunde geworden, der Typ und ich, wir zwei, denn jede Antagonie ist auch irgendwann vorbei. Letztens waren wir gemeinsam indisch essen und dann habe ich angefangen, mich selbst zu vergessen. Da ist ein Prinz und ein weißes Ross im Garten. Doch alles, was er tut, ist lediglich nur warten. Ich blinzle und schon hat er einen Bart. Ich will das Leben greifen, aber meine Finger sind zu zart. Meine Finger sind zu zart und das Leben viel zu schwer. Ich will nie wieder lügen und erzähle keine Märchen mehr. Meine Finger sind zu zart und der Stift ist leer. Und darum gibt es hier für mich nichts mehr. Meine Finger sind zu zart und ich spucke beim Reden. Ich hätte gerne einen volleren Bart und ein volles Leben. Doch weil ich nuschel, versteht ihr mich leider nicht. Aber wenigstens gibt es so niemanden, der mir widerspricht. Da ist eine Zukunft und die Hoffnung Hand in Hand. Da ist ein fliegender Junge auf dem Weg ins Nimmerland. Da ist ein Riese, der weint, aber er besteht aus Leben. Vielleicht sollte ich langsam wieder anfangen, mich zu schämen. Die Rebellion meiner Generation ist die Rebellion gegen die Rebellion meiner Generation. Gegen Gewalt mit erhobener Faust, gegen Unmündigkeit mit geschlossenem Mund. Auge um Auge, Zahn um Zahn, während wir in den Spiegel schauen. Angekettete Ketten schmieden, Konzentrationslager uns Verstand, haben wir ständig Angst, haben meistens vor uns selbst, wir haben nichts gelernt, haben nichts verstanden, haben nichts verändert, lieben die Perversion der Welt genauso wie alle vor uns, nur diesmal mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Ist es das? Ist es das, was ich sagen oder nur das, was du hören wolltest? Damals, als wir uns Marxismus auf die Arme schrieben. Wir wollten die ersten neuen Menschen sein. Wir wollten alles fordern, alles geben. Wir wollten Krieger sein, bewaffnet mit Moral, Intellekt und Vernunft. Ich möchte dich und mich fragen, was ist übrig geblieben? Was sind wir zwei heute? Was bleibt ist die Erinnerung, die stetig ihre Kreise zieht, im Chaos meiner Verwirrung innerst im Inneren entflieht? Was bleibt ist der Versuch, zu fassen, was verging, zu ahnen, zu begreifen, den einen reinen Sinn? Was bleibt ist dichtester Nebel, über eine Meer voll Nimmermehr? Und all meine Lebenszeiten müssen stetig darauf gleiten, das fällt mir heute nicht mehr schwer.
Klare Künstlichkeit, erlernte Struktur, jeden Luxus erprobt im Alltag, im Garten Eden, lustlos, verschränkte Arme, zitternde Hände, traumlos schlafen, schlaflos träumen bis zum Ende, traumverwöhnt im Wandelgang, Worte zertrümmern, die Grenzen, die nicht mehr blenden, nur sagt schimmern, Finger fliegen über Seiten, im Rausch, im Bann, öffnen die Welt, den Raum, in dem man sein kann, da stehe ich nun, zwischen Angst und Gewissheit, mit der Kraft meiner taumelnden Beine unter den Wolken, hinaufblickend zur Klarheit, da stehe ich nun, wachend mit mir und der Zeit, werfe zögerlich, Rosen und Steine, mein Leben ist in furchtbar und fruchtbar entzweit. Man wird von der Welt gefressen, für geschmacklos empfunden und wieder ausgekotzt, der Lauf der Dinge. Die subtile Zerschlagung der Perfektion des Mosaiks, an das sich niemand mehr erinnert. Die menschliche Selbstverherrlichung, das Paradoxe der künstlichen Oberflächlichkeit weltlicher Strukturen sowie die penibel verwissenschaftlichte Tiefgründigkeit geistiger Dogmen zersetzt die natürlichen Ursprung des Seins. Hingabe schafft die Anziehungskraft dieses Scheinsystems, eine Kraft, die niemand mehr bändigen kann, die die Sucht nach Anpassung schürt, wo man nur auf Fakten trifft, kein neues Wort gesprochen werden kann. Menschliche Schöpferkraft, nur ein Trugbild ist, man kriecht. Durch zwielichtig, undurchsichtig, dichtes Dickicht, man spricht geschätzt unendlich, unverständlich. Letzte Worte ins Nichts, aber schweigt über sich unter dem tropfenden Maul der Welt. Denn Sonne und Mond sind nur täuschende Bilder, nur Pflicht da oben am Himmelszelt. Selbstentfaltung und Akzeptanz sollen meine Rohstoffe sein, in kleinen Portionen gereicht bei Bedarf, sodass mein Spektrum sich stetig erweitert. Das Produkt teile ich, aber schieße nun mit Platzpatronen auf kugelsichere Westen und Panzerglas, denn deine Hände tragen diese Welt, dein Blick hält sie zusammen, manche Sätze versagen, manche Augen in Flammen, dann darf es kurz still sein, mal hoffen, mal klagen, dann darf es kurz still sein und ich lasse mich tragen und mein Faden wird halten, ob unter Nebelschwaden in heißen Gluten, ob unter wirbelnden Stürmen in reißenden Fluten, ob unter Glitzern im Schnee in eisigen Seen oder wenn du und ich allein stehen, klirren kalte Winde wehen, wird mein Faden halten, mit Gestalten sich in meinem Sein rein entfalten. Auch wenn die Köpfe des Cerberus beißen, wird er halten, wird mein Faden nicht reißen. Und ich werd Fäden webend in fegendem Regen, in jedem sich erhebenden Beben gegebene Schäden beheben, neben Hegen und Pflegen mit verwegenem Degen, dem entlegen gesegneten Leben entgegenstreben, durchsichtig wie Glas, saß ich flüchtig wie Gas und las unbeschwert. In verklärt schauenden Gesichtern, in sinnbindenden Dichtern, in sinnfindenden Richtern, auch unter verglimmenden Lichtern, traumlos schlafend, schlaflos träumend, Worte zertrümmern, öffne die Welt. Unter den Wolken, Rosen und Steine, mein Leben ist entzweit, doch mein Leben, es ist weit. Ja, ich bleib noch kurz bei unserer Generation. Wobei es eigentlich in dem folgenden Text um ein Thema geht, das, glaube ich, jede Generation irgendwann mal beschäftigt. Aber wir sind gerade im richtigen Alter. Ich verrate mal nicht vorher, worum es geht. Ist ja langweilig. Was ich aber vorher verrate, ist, dass ein Mann darin vorkommt mit dem Namen Ulf. Das sage ich lieber vorher, damit Sie sich nicht erschrecken. So. Ulf und ich spielen Mau Mau. Ich spiele sehr gut, trotzdem gehören ihm nach einer halben Stunde mein gesamtes Geld, mein Computer, mein Körper, mein Hund, mein Versprechen, die nächsten 20 Jahre den Abwasch zu machen, die Filmrechte an meiner Lebensgeschichte und jedes einzelne meiner Familienmitglieder als Leibeigene. Lass uns aufhören, sage ich. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch geben könnte. Doch, sagt Ulf, ich will ein Kind von dir. Du willst Mau Mau spielen um ein Kind, frage ich. Wieso nicht, fragt Ulf. Wenn ich gewinne, gebärst du mir ein Kind. Und wenn du gewinnst, dann gebärst du mir eins, frage ich. Nein, aber ich mache dir eins, sagt Ulf. Ich gucke ihn zweifelnd an. Er wünscht sich also einen Thronfolger. Ich frage mich, wie er sich das vorstellt. Bumm, zack, flutsch, Kind da. Wenn es ein Junge wird, baden wir ihn in Elefantenmilch. Wenn es ein Mädchen wird, schenken wir es den Nachbarn. Nee, ach, nur ein kleines Dankeschön für die Bohrmaschine, die sie uns beim Einzug geliehen haben. Was? Ja, die kriegen sie auch bald zurück. Ist auch nicht so wichtig, sagt Ulf. Ich dachte nur, ein Kind wäre vielleicht, nett oder so. Muss aber auch nicht sein, war nur so eine Idee, kam mir in den Sinn, ist auch schon wieder weg. Worüber haben wir gerade gesprochen? Er lacht unbeholfen. Du hast schon recht, sage ich. Ein Kind mit meinen Augen und deinen Ohren wäre wirklich sehr hübsch. Aber was, wenn etwas schiefläuft und das Kind stattdessen deine Augen und meine Ohren bekommt? Oder von jedem ein Auge und von jedem ein Ohr? Vielleicht wachsen ihm auch Ohren, wo Augen sein sollen und Augen, wo Ohren sein sollen. Oder es wird so ein IKEA-Kind, das immer ein bisschen schief steht und so sehr wackelt, wenn man dagegen stößt, dass alle Bücher runterfallen. Und dann müssten wir es Billy nennen.
Wer will schon ein Kind, das Billy heißt? Und obwohl wir es genau nach Anleitung aufgebaut haben, bleiben am Ende noch ein paar Finger übrig, von denen wir nicht wissen, was wir mit ihnen anfangen sollen. Deshalb stecken wir sie dem Kind in die Ohren, die ja obendrein da sind, wo eigentlich die Augen hingehören. Wie sähe es denn dann aus, unser Kind? Gehänselt würde es, was es durch die Finger in den Ohren natürlich nicht hören könnte. Und sehen würde es auch nichts, weil die Augen ja rechts und links am Kopf säßen, wo immer die Haare drüber wüchsen, sodass es ständig gegen Wände liefe. Willst du wirklich ein Kind in die Welt setzen, das ständig gegen Wände läuft? Was bist du bloß für ein hartherziger Mensch? Du willst kein Kind von mir, oder? Fragt Ulf. Eigentlich ist es nicht so, dass ich kein Kind will. Mein Verhältnis zum Kinderkriegen ist in etwa wie zum Ausdrücken eines besonders prallen Pickels. Ein kleiner Teil von mir kann sich kaum zurückhalten, aber der restliche und bedeutend größere Teil stellt die berechtigte Frage, wohin mit dem, was da rauskommt. Doch sogar ich weiß, dass das kein schöner Vergleich ist und dass ihn auszusprechen den Zauber des Moments zerstören könnte. Ein Kind ist ja schon ganz süß, sage ich, aber es wird dann irgendwann zu einem Menschen. Und Menschen sind nicht süß, sondern scheiße. Menschen sind die Parasiten dieses Planeten. Nazis sind Menschen und Diktatoren und deine Mutter. Wieso sollte man mehr Menschen in diese Welt setzen? Sagt Ulf, das sagt er immer, wenn ihn meine Argumente in einen Zustand tiefer Bewunderung versetzen. Wollen wir nicht lieber ein Katzenbaby kaufen, frage ich. Katzenbabys sind auch süß. Ich zeige ihm kitschige Katzenbaby-Videos auf YouTube. Wenn das Katzenbaby nicht mehr süß ist, setzen wir es einfach in der Wildnis aus und kaufen uns ein neues. Bei Kindern ist das doch immer so ein Aufwand, wenn man ein neues haben will. Deshalb hängt man ja auch immer so an den Dingern, dass man sich kaum noch von der Stelle bewegen kann. Aber Kinder haben doch Beine, sagt Ulf schon. Aber was, wenn ihm Beine wachsen, wo Arme sein sollen und Arme, wo Beine sein sollen? Oder wenn, ja schon gut, sagt er traurig. Aber glaubst du wirklich, dass unser Kind so schlimm würde? Er sieht ehrlich besorgt aus. Du meinst, unser Kind würde niemals ein Diktator werden? Doch, sagt Ulf, das vielleicht schon, vielleicht sogar Nazi. Aber glaubst du wirklich, es könnte so werden wie meine Mutter? Siehst du, sage ich, ich wusste doch, dass ich dir das damit würde austreiben können. Dankeschön. Vier, Generation Z, you only live once. Die Abkürzung davon ist YOLO, ne? Das ist das Jugendwort 2013 gewesen, glaube ich, ne? 12 und 13, was war das da? Ah, Babo war, ja, Babo. Ich bin in meiner Freizeit auszubildender Erzieher. Also wenn ich nicht das hier mache, dann arbeite ich mit jungen Menschen zusammen. Und ich habe Themen, die sie beschäftigen, in einem folgenden Text verarbeitet, der auch einen schmissigen Titel hat und auch so ein bisschen sich zurückbesinnt auf Protest und Härte, sag ich mal. Bruce Lee, wer den nicht kennt, das ist ein Esoteriker gewesen. Genau, und der Text geht so, der ist auch ein bisschen schneller, weil Jugendliche schnell sind. Es ist auch der letzte Text, denn dann kommen die wichtigen Menschen. Also das ist alles, man muss auch wichtig immer das lyrische Ich und denjenigen, der das lyrische Ich gerade präsentiert, voneinander trennen. Der Text geht so. In der Theorie sind deutsche Jugendliche cool, aber in der Praxis sind sie interessant wie ein Stuhl. Fakt ist, alle reden immer das Gleiche. Syntaktisch keine harten Zeilen, sondern weiche. Ganz praktisch gesehen, das Deutsche ist eine Leiche. Der lag frisch, aber darunter bunt wie Bleiche. Ich streiche darum die Praxis aus meinem Leben. Warum sollte ich nicht in der Theorie der Dinge schweben? Zum Beispiel macht es theoretisch Sinn, coolen Beruf zu haben, aber in der Praxis wird man zum geknechteten Lohnsklaven. Bei Aldi an der Kasse oder als krasser Bankster, einmal lebenslänglich oder der Sprung aus dem Fenster. Nee, ist okay, ich bleib bei der Theorie und werde respektiert und Fame wie Bruce Lee. Oh, in der Theorie sind deutsche Hip-Hopper cool, doch in der Praxis sind sie derbe homophob, sie brauchen von Menschen zu viel Lob, wegen ihnen wurde alles schwarzer Misanthrop, das kann ich nachvollziehen, denn sie sind dumm und böse, sie nennen weibliche Geschlechtsorgane gerne beim falschen Namen, soweit die Theorie, doch in der Praxis hat man mit ihnen erbarmt, theoretisch wird ihr Programm nicht toleriert, aber praktisch hat man sie längst integriert, in die Gesellschaft, in die Kunst, in unser aller Leben, ich hab Pipi in die Augen, mein Bart tut hart beben, darum tue ich genauso wack Rhyme, in mir tut es schlechter Rapkeim, oh wie praktisch, in mein Gesicht fliegt ein Knie, theoretisch gehört es Bruce Lee, aber praktisch, man hat mal gar ein D-Piece, in der Theorie sind deutsche Dichter cool, doch in der Praxis wollen sie nur um eure Gunst buhlen, von wegen, lasst uns die Welt retten, das Böse von dann schicken. Sie wollen nur in eure Betten, um euch dort hart zu klicken, das ist alles nur Kommerz, nur der Klick zählt, außerdem habe ich gehört, dass
Sarah Bosetti heimlich AfD wählt. Theoretisch ist das doch okay. Demokratie. Yippie yippie yay. Aber in der Praxis kennt eine Show nur ein Sieger. Alle anderen wandern in die zweite Bundesliga. In der Theorie steht jeder mal im Rampenlicht, aber in der Praxis bin das jetzt gerade ich. Darum nehme ich theoretisch alle Menschen ein Genie, aber in der Praxis verkaufe ich so viele Schuhe wie Al Bundy. Wer zieht die Schuhe an? Bruce Lee. Oh, in der Theorie sind deutsche Politiker weise, aber in der Praxis sind sie leider alle scheiße. Theorie, Ende des Nationalsozialismus. Praxis, der neue deutsche Eurofaschismus. Keiner geht mehr auf die Straße, da liegt zu viel Dreck. Deutschen Protest gibt es heute nur im World Wide Web. Theoretisch weiß man Bescheid über Ungerechtigkeit, aber um was zu verändern, haben wir heute keine Zeit. Theoretisch hat Deutschland aus der Vergangenheit gelernt. Von Kriegstreiberei haben wir uns schon lange Zeit entfernt. Aber in der Praxis haben wir halt Bild statt Lanzer. Wir sind schlauer, nicht wir selbst. Andere fahren unsere Panzer. Bam, bam. Alle Demonstranten tot. Keiner hat's gesehen. Es war ein deutsches U-Boot. Ein Leopard rollt nicht. Nein, er schleicht. Exportweltmeister zu sein, das kinderleicht. Südeuropa sollte nicht meckern, sondern danken. Doch kein Problem, denn eure Kinder gehören deutschen Banken. Gesparpo, germanische Sparpolizei. Heil Finanzwelt, Zinsen machen frei. Was bleibt, es Köpfe schütteln und mi, mi, mi. Das sollten wir böse gucken wie Bruce Lee. Oh, in der Theorie sind deutsche Kampfsportler hart. Aber in der Praxis können sie nicht mal Spagat. Theoretisch bräuchten sie Spinat, aber praktisch essen sie nur Gurkensalat. Was reimt sie ja noch drauf? Proletariat und noch was Böses? Landesverrat. Mathematik, X zum Quadrat. Märchen, König Drosselbart. Das war nur ein kleiner Einblick in die deutsche Sprache. Nicht gerade originell, aber das ist halt die Sache. Man kann Bussen rubbeln oder Dolle pressen, da kommt nichts Neues raus, das kann man vergessen, denn alles auf dieser Welt wurde bereits gesagt, jedes Leid, jeder Schmerz wurde bereits beklagt, die Langeweile vor dem weißen Papier ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen Mensch und Tier. Block und Bleistift als Symbol für das menschliche Schaffen ist die Evo und Revolution des Menschenaffen. Doch was die meisten Schreiberlinge leider nicht raffen bezüglich Innovation, hat das Deutsche einen schlaffen Wortschatz. Ihr wisst, was ich meine. Deutsch zu sprechen ist langweilig, heute braucht man Reime, also egal ob Jugendlicher, Hip-Hopper, Politiker, Wrestler, in der Theorie ist jeder von euch bester, aber in der Praxis, YOLO, seid ihr wie meine Schwester, nicht vorhanden. Aber reicht jetzt auch, denn es reicht nie. In diesem Sinne, rest in peace, Bruce Lee. Oh. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und viel Spaß noch.